So, den härtesten Teil unserer Tour haben wir jetzt noch vor uns, denn wir besteigen jetzt die Halde Norddeutschland und zwar über die Himmelstreppe. Aber wie es im Leben so ist, wer in den Himmel will, der muss erstmal durch die Hölle. Das ist in unserem Fall 359 Stufen, die wir erstmal erklimmen müssen. Auf geht's, ne? Ja. So, die ersten drei Stufen waren ganz okay, aber langsam werde ich auch müde, ne? Und wenn man denkt, man hat irgendwie die Hälfte geschafft, nee, dann kommen noch 12 weitere Treppen. Oh, warum machen wir immer sowas? Marcel gibt immer mega an mit seiner Fitness, während den Neise und ich uns hier hochschleppen wie so zwei kaputte Traktoren, ey. Oh, ich kann es nicht glauben. Wir haben es geschafft. Falls ihr euch jetzt fragt, was bitte hat das Ruhrgebiet mit Norddeutschland zu tun und warum heißt die Halde so? Keine Ahnung. Wir wissen es auch nicht. Wir würden es aber sehr gerne wissen. Also falls irgendjemand eine Ahnung hat, darf er sich gerne mal in den Kommentaren melden. Ne? Was wir allerdings erklären können, ist der Spitzname der Halde Norddeutschland. Sie wird bei Einheimischen nämlich auch Dongberg genannt, weil der Stadtteil ganz in der Nähe den wunderschönen Namen Dong trägt. Ja. Charakteristisch für die Halde Norddeutschlands sind die hügeligen Wiesenflächen. Unter ihnen lagern 80 Millionen Tonnen Gestein. Über die Himmelstreppe kommt man die Halde hoch. Die wird in den Abendstunden mit 250 im Boden eingelassenen LED-Lampen beleuchtet. Es sind aber auch zwei Rundwege ausgeschildert sowie Nordic Walking-Wege. Was sofort ins Auge fällt, ist das Hallenhaus auf der Halde. Das ist ein Kunstwerk der niederländischen Gruppe Observatorium, die auch andere Landmarken und Objekte im Ruhrgebiet gestaltet hat. Die 10 Meter hohe Stahlkonstruktion sieht ein bisschen aus wie ein Gewächshaus. Nachgebildet ist hier allerdings vielmehr eines der Wohnstall-Bauernhäuser aus Fachwerk, die vor allem im niederrheinischen Raum prägend waren. Neben dem Hallenhaus gibt es einen runden, trichterförmigen Platz. Hier kann man sich hinsetzen und entspannen. Von der Halde Norddeutschland hat man einen super Rundblick auf das Ruhrgebiet auf der einen und den Niederrhein auf der anderen Seite. Man kann von hier super auf die Halde Rheinpreußen nach Mörs schauen oder auf Duisburg, Kamp-Lintfort oder Rheinberg. Auch finden hier regelmäßig Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel das Dong Open Air Metal Festival. Das war ein kleiner Ausschnitt aus unserem Video über Neukirchen-Flüen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, gibt es noch mehr Videos und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert doch mal unseren Kanal. Würde ich machen. Und Däumchen nach oben. Ihr müsst mitmachen, sonst funktioniert das nicht. Das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Okay. Tschüss, eure Dagi.